Energievampire loswerden. Geht es dir genauso wie mir, dass du dich in der Anwesenheit mancher Menschen entweder müde, niedergeschlagen, powerlos oder gereizt und aggressiv fühlst? Mit einem Menschen kommunizierst du und nach diesem Gespräch fühlst du dich motiviert, positiv, gut gelaunt. Dann sprichst du mit einem anderen Menschen und nach diesem Gespräch fühlst du dich schwach, ängstlich, schlecht gelaunt. Das liegt daran, dass dieser zweite Mensch wahrscheinlich dein Energievampir ist. In diesem Video möchte ich nicht Energievampire beurteilen. Ich möchte nur dieses Phänomen, das Phänomen des Energievampirismus, näher bringen. Ich möchte dir nur zeigen, dass in deiner Umgebung sicher einige Energievampire leben, die deine Energie brauchen. Und ich zeige dir auch, wie du dich vor diesen Menschen schützen kannst. Bevor ich weiterspreche, denk bitte daran, meinen YouTube-Kanal jetzt zu abonnieren. Und besuche meine Website linarosmer-coach.com. Wie kannst du deinen Energievampir erkennen? Ein Energievampir sieht ja nicht wie Dracula aus. Er hat nicht lange weiße Seitenzähne, Blut auf den Zähnen. Stimmt das? Ein Energievampir hat sicher nicht oder wahrscheinlich nicht rot entzündete Augen. Er hat nicht schwarze Haare. Er hat nicht weiß-blaue Gesichtsfarbe. Ein Energievampir sieht genauso wie du und ich aus. Wie jeder andere Mensch sieht er aus, nur hat er ein besonderes Talent. Er kann den anderen Menschen ihre Energie rauben. Er raubt dir deine Kraft, deine gute Stimmung, deine Emotionen und du fühlst dich danach sehr schlecht. Ein Energievampir könnte in deiner Umgebung sein, zum Beispiel dein netter Nachbar könnte das sein. Dein Kollege könnte das sein, dein Freund könnte das sein. Jetzt werde ich dich noch weiter enttäuschen. Es können sogar Menschen aus deiner Familie sein. Es könnte dein Partner oder deine Partnerin sein. Es könnte deine Schwiegermutter sein oder dein Schwiegervater. Dein Vater oder deine Mutter können das auch sein. Ein Energievampir ist natürlich kein Mensch, der sich sofort zeigt. Die wirken oft sehr, sehr nett. Und er kommt nicht zu dir und sagt nicht: Ich bin dein Energievampir, ich brauche deine Energie, gib sie mir jetzt, gib sie mir jetzt. Das sagt er sicher nicht. Energievampirismus habe ich in zwei verschiedene Arten unterteilt. Es gibt Menschen, Energievampire, die das unbewusst machen. Das ist die erste Gruppe. Sie sind sich ihrer Gabe, ihrem Talent nicht bewusst, aber sie können trotzdem anderen Menschen Energie rauben. Das ist die schwächste Gruppe von Energievampiren. Warum? Weil diese Menschen ihre Gabe, ihr Talent nicht weiterentwickeln und nicht stärken. Die zweite Gruppe von Energievampiren sind Energievampire, die das ganz bewusst und gezielt machen. Sie wissen ganz genau, dass sie das können und dass sie fremde Energie brauchen und unbedingt. Und sie wissen ganz genau, bei diesem Menschen kann ich seine Energie stehlen und bei diesem Menschen lieber nicht, denn er ist sehr gut geschützt. Meine Energietankstelle ist zwecks Eigenbedarf geschlossen. Wie können diese Energievampire deine Energie rauben? Es gibt ganz raffinierte Energievampire. Ich habe solche auch in meinem Leben getroffen. Sie können dir sogar Energie entziehen, indem sie auf dein Foto schauen. Sie haben dein Foto vor sich liegen. Und durch dein Foto entziehen sie dir Energie. Es sind aber nicht viele so. Die meisten
habe ich natürlich auch in zwei Gruppen unterteilt. Die erste Gruppe, Energievampire, die dir Energie rauben durch einen Körperkontakt. Das heißt, der Energievampir muss dich zuerst berühren, einen Körperkontakt zu dir herstellen. Entweder umarmt er dich oder küsst er dich oder klopft dir irgendwie an die Schulter. Auf jeden Fall, Körperkontakt ist hier wichtig. Durch diesen Körperkontakt installiert dieser Energievampir auf deinem Körper so eine Art Saugnapf. Das ist energetisch natürlich. Durch diesen Saugnapf kann er dir wie ein Staubsauger deine Energie wegsaugen. Damit du das verstehst, erkläre ich dir das anhand von Reiki. Kennst du Reiki? Was ist Reiki? Reiki ist Hand auflegen, stimmt's? Was macht ein Reiki-Therapeut mit dir? Er legt seine Hand auf irgendwelche Körperstelle bei dir, stimmt's? Und dadurch entsteht ein Körperkontakt. Und durch diesen Körperkontakt gibt er dir Energie. Beim Energievampir funktioniert es anders. Durch diesen Körperkontakt nimmt er dir deine Energie. Das funktioniert ganz einfach. Ich habe auch diese Gabe, anderen Menschen ihre Energie zu rauben, aber ich mache das wirklich nicht, ich schwöre es dir. Und es ist mir vor Jahren bewusst geworden, dass ich das kann. Ich erzähle dir, wie ich drauf gekommen bin. Ich war in Wien in einem Restaurant mit meinen Freunden. Wir sind an einem Tisch gesessen, geplaudert, gelacht. Und am Nebentisch saß ein Mann. Dieser Mann war ein russischer Tourist, wie er sich herausstellte später. Er hat gehört, dass ich mit jemandem Russisch gesprochen habe. Nach zwei, drei Gläser Wein ist dieser Russe aufgestanden, ist zu mir gekommen und hat mich angesprochen. Er hat gesagt, ja, ich habe gehört, Sie sprechen auch Russisch. Ich dachte, er möchte einfach mit mir kommunizieren. Nein, überhaupt nicht. Das Ziel seiner Kommunikation war, irgendwie mich niederzumachen, mich fertig zu machen. Und er hat wirklich ganz freche Dinge zu mir gesagt. Ich habe nicht gestritten mit ihm. Wie habe ich reagiert? Ich war schon getroffen, natürlich. Ich habe unbewusst, ganz unbewusst, meine Hand genommen, meine Hand ihn auf seinen Bauch gelegt. Ich habe seinen Bauch gestreichelt und dabei habe ich zu ihm gesprochen. Ja, das kann sein, dass du ein toller Hengst bist. Das kann sein, dass du ein besonderer Mann bist. Aber in Russland, nicht hier. Und außerdem, dein Bauch ist zu groß. Und du weißt schon, die Größe des Bauches ist ein Anzeichen für deinen sozialen Status. Je größer dein Bauch, desto niedriger dein sozialer Status. Dann habe ich meine Hand weggezogen und ab diesem Moment habe ich gesehen, dieser Mann ist wie geschrumpft irgendwie. Vorher war er gut gelaunt und aktiv und laut und da ist er ganz leise geworden, habe ich gesehen, und ganz schwach, wie bei einem Luftballon. Wenn du in einem Luftballon Luft rauslässt, dann schrumpft sich dieser Luftballon. So hatte ich das Gefühl, hat dieser Mann auch ausgesehen. Und dann hat er gesagt, boah, ich fühle mich so müde, ich glaube, ich sollte ins Hotel schlafen gehen. Tschüss. Er ist gegangen. Weißt du, wie ich mich gefühlt habe? Ich hatte auf einmal so viel Energie. Ich konnte Bäume ausreißen. Ich konnte Berge versetzen. Ich war so positiv gelaunt. Und in diesem Moment habe ich auch realisiert, oh mein Gott, Lina, was hast du gemacht? Du hast ihm seine Energie geraubt. Und in diesem Moment habe ich auch mir selber geschworen, das niemals, niemals mehr zu machen. Denn egal, ob dieser Mensch frech zu mir war, ob er mich niedergemacht hat, ob er mich liebt oder nicht liebt, ich habe kein Recht darauf, anderen Menschen ihre Energie zu rauben. Und ab diesem Moment habe ich das nicht gemacht, ich schwöre es dir. Wie können Energievampire dir noch Energie rauben? Ohne Körperkontakt geht es auch. Das heißt, dieser Energievampir berührt nicht deinen Körper. Dafür berührt er deine Seele, dein Herz, deine Emotionen,
deine Gefühle. Wie macht er das? Zuerst muss er dich irgendwie provozieren, dass du negative Emotionen produzierst, dass du irgendwie negativ reagierst. Entweder möchtest du ihm was beweisen oder du bekommst Schuldgefühle oder er kommt zu dir und jammert bei dir, wie schlecht es ihm geht, wie unglücklich er ist. Und durch dieses Jammern produzierst du Mitgefühl zu ihm. Mitleid. Stimmt das? Was bedeutet Mitleid? Du leidest mit ihm mit. In dem Moment bist du geschwächt und der Energievampir schlägt zu. Huh, hier ist ganz easy peasy, dir deine Energie zu rauben. Es geht ganz, ganz einfach. Wie kannst du dir vor diesen Menschen schützen? Was wichtig ist, du solltest selbst in der Mitte bleiben. Wenn du in Balance bist, wenn du mit dir selbst im Reinen bist, dann kann dir überhaupt nichts passieren und Energievampire sind machtlos, denn sie können hier wirklich nichts machen. Wie machst du das, dass du immer in Balance bleibst? Ja, durch Meditieren, durch Beten, durch Affirmationen aufsagen, durch andere energetische Techniken. Es gibt natürlich einen Nachteil von dieser Technik, von diesem Schutz. Du solltest das regelmäßig machen, sonst wirkt es nicht. Wie kannst du dich noch vor Energievampiren schützen? Indem du mit diesen Menschen nicht kommunizierst. Bevor du mit jemandem sprichst, einfach so plauderst, überlege, wozu spreche ich mit diesen Menschen. Jede Kommunikation, die von dir kommt, sollte ein Ziel haben. Was ist das Ziel dieses Gesprächs? Denn es gibt Menschen, die den ganzen Tag mit jedem plaudern. Irgendwie, sie sagen nichts, sie hören nichts Besonderes, aber ständig la 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 sprechen sie. Und hier verlierst du viel Energie. Und du kannst auch sehr bald einen Energievampir erwischen und für ihn bist du natürlich ein gefundenes Fressen. Du kannst nicht immer ausschließen, mit wem du kommunizierst. Stimmt das? Vielleicht sind es deine Kunden, die bei dir jammern. Vielleicht sind es deine Kunden, die dir etwas beweisen wollen, die dir Schuldgefühle machen wollen. Du kannst oft nicht auswählen. Du kannst nicht weg. Vielleicht ist es dein Vorgesetzter. Wie solltest du hier machen? Hier ist eine Technik. Ich habe sie im Laufe vieler, vieler Jahre entwickelt. Die heißt Dolmetscher-Technik. Ich habe früher viel gedolmetscht. Und was macht ein Dolmetscher? Er hört etwas, da geht's rein und da geht's raus. Da rein und da raus. Er vergisst sofort alles. Das muss er. Das heißt, der Dolmetscher spürt nicht mit, fühlt nicht mit. So sollte es auch bei dir sein. Wenn jemand dir etwas erzählt oder jemand dich provozieren will, dann sagst du ja, da geht's rein bei dir, da geht's raus. Da rein, da raus. Keine Gefühle, keine Emotionen für das entwickeln, was du hörst von diesen Menschen. Friseure können das sehr gut, ja? Friseure müssen ja zuhören. Oft kommen ganz verzweifelte Frauen und erzählen, wie schlecht es ihnen geht, wo sie waren, was sie gemacht haben. Was macht ein guter Friseur? Er sagt, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und er denkt dabei etwas anderes. Er fühlt nicht mit. In diesem Moment kannst du noch in deinem Inneren zu dir selber sagen, stopp, das sind nicht meine Gefühle. Das sind nicht meine Probleme. Ich bin für fremde Probleme nicht verantwortlich. Wenn du das ein paar Mal übst, dann kannst du das auch. Das ist nicht so schwierig. Wie kannst du noch dich vor Energievampiren schützen? Irgendwie bin ich nicht ausgeschlafen heute. Ich habe zu wenig geschlafen. Okay, wie kannst du dich noch vor Energievampiren schützen? Wenn dich zum Beispiel dein Freund anruft
Oder dein Bekannter, dein Kollege, dein Verwandter und er jammert bei dir, wie schlecht es ihm geht. Oder er erzählt, was er alles Negatives erlebt hat oder will mit dir diskutieren. In diesem Moment solltest du ihn fragen, wozu erzählst du mir das? Kann ich dir irgendwie in dieser Situation helfen? Und wenn er antwortet, nein, eigentlich nicht, ich möchte, dass du zuhörst, da kannst du zu ihm sprechen, ich mag dich schon, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass du mich als einen energetischen Mülleimer missbrauchst. Es gibt viele, viele Menschen, die ihm zuhören können. Es gibt Psychotherapeuten, es gibt Mentoren, es gibt Coaches, nur nehmen sie Geld dafür. Bei dir kann er das ja kostenlos machen, deine Emotionen, deine Kraft rauben in dem Moment. Pass auf. Hat dir mein Video gefallen? Dann denk bitte noch einmal daran, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis bald. Ciao, Kakao.